Ja, hallo meine lieben Freunde und ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Kingdom Hearts. Ja, schauen wir mal, was wir heute so machen können hier, ne? Wir gehen mal zur süßen Kairiku. Chan. Na. Oh, wir könnten mal mit ein paar Leuten kämpfen, aber ja, hier könnte man sich ein bisschen aufleveln, aber ist eigentlich Blödsinn. Wir machen einfach mal. Hey Sora, have you heard about the legendary power of the Paupu fruit? They say, if you share it with someone you really care for, it binds you together forever and ever, through eternity. It's so romantic. I gotta try it sometime. Ja, es ist wohl so. Das ist Selfie aus Final Fantasy 8. Wie wär's mit einer Runde? Ja, klar, warum nicht? Ja, komm her. Zack. Komm schon. Na los, also das ist das Kampfsystem von Kingdom Hearts. Das wisst ihr ja noch. Ist ein Action-Rollenspiel und yeah. Los geht's. Come on. Geh jetzt down. Ach komm schon, Selfie. Habe ich sie geschlagen? Ja, ich weiß, das war eine blöde Frage. Aber ihr wisst doch, wie ich das meine. Jetzt habe ich sie geschlagen. Ein Erfahrungspunkt, naja. Oh, okay. Na gut, also hier zu trainieren, das habe ich nie so viel gemacht, ganz ehrlich. Ist die Kamera invertiert oder was geht? Wartet mal. Irgendwas stimmt doch mit der Kamera nicht. Hä? Was soll denn das? Kamera, Auto, okay. Ist eigentlich alles normal. Okay. Na gut. Dann schauen wir mal weiter. Und gehen mal hier lang. Auf zur Lagune. So, hallo Rico. Na, was hast du? Hey Sora, unser Floß braucht noch einen Namen. Mal sehen, wie wär's mit Highwind? Wie würdest du es nennen? Excalibur? Ehrlich gesagt nicht. Ich nenne mein Schiffchen... Hey, geh zurück. Achso. Wie nenne ich es? Ich weiß es gerade nicht. Das ist wichtig. Sagen wir mal Starwing. Also so wird auch dann später unser Schiffchen heißen. Moment. Mir fällt jetzt gerade nichts Besseres ein. Auf die Schnelle. Ja, komm schon. Starwing. Ey. So. Alles klar. Starwing. Aber da ich glaube, dass ich es eh wieder mal verkacken werde. Starwing. Hey, wie wär's mit... Also wie immer. Dann mal los. Was denn schon wieder? Okay, ich bin der Schiedsrichter. Die üblichen Regeln. Ihr könnt jeden Weg nehmen. Ja, also da ich das Rennen eh verkacken werde, habe ich da keine Angst. Wer als erster die Marke berührt und wieder hier ist, hat gewonnen. If I win, I'm captain. And if you win, I get to share the Paupu with Kairi. Huh? Deal? The winner gets to share a Paupu with Kairi. Oh, wait a minute. Okay, on my count. Oho, oho. Na dann, los geht's. Komm schon. Oh Mann. Das hasse ich immer, dieses Rennen. Ganz ehrlich, ich hasse es so sehr. Kommt schon nach oben. Geh doch nach oben, Sora. Spack nicht so rum, du bist in der HD-Version. In der verbesserten Remix-Final-Mix-Version. Also komm schon, nein, du bist so ein Dämleck. Na, ich sag doch, ich werde dieses Rennen. Ich verkack's immer. Immer. Mann. Gott sei Dank brauche ich das nicht für den 100%-Run. So. Auf, wie geht's? Jetzt hätte ich eigentlich hier raufgehüpft. Er klammert sich daran fest. Blöder. Ich wollte gerade was anderes sagen. Was ganz Böses. Aber das sagt man nicht. Ja, ist klar. Rico wartet. Aha, aha. Shit, Mann.
Blöd, Mann, echt. Mann, Rico. Mist, es steht 0 zu 1. Also, wir taufen das Floß auf dem Namen Highwind. Tja, ich hab's doch gewusst. Ich verkack's immer. Was ist? Oh, das mit der Papu war nur ein Scherz. Du hättest dein Gesicht sehen sollen. Nein, ich passe. Ja, nein, ich will kein Rennen mehr mit dir, Blödmann. Ehrlich, aber man muss sagen, sie sind beste Freunde. Aber dazu später mal mehr. Komm hier rauf. Komm, da sparen wir uns jetzt einen kleinen Weg. Also, machen wir den Tarzan. Jui, auf geht's. Kairi, Hallöchen. Na? Heute sammeln wir Proviant für unsere Reise. Also Sora, du suchst ein Papadouai, 3 Pilze, 2 Kokofrüchte, 3 Fische und füll das hier mit Trinkwasser auf. Aber nicht aus dem Meer. Bring alles hierher. Wenn du Hilfe brauchst, frag einfach. Ja, alles klar. Ich bin so doof, mir immer was zu merken. Und von daher muss ich da oft fragen gehen. Aber kein Ding, wir haben ja einmal den netten Pilz. So viel weiß ich noch. Ich kann ja auch ein paar Sachen auswendig. So ist ja nicht. Ist ja eins meiner Lieblingsspiele. Auch wenn ich den ersten Teil, habe ich glaube ich schon mal erwähnt, nie zu Ende gespielt habe. Ich Gott weiß warum. Aber, naja, ist halt nun mal so. Schäm, schäm. Aber Teil 2 habe ich und Burst by Sleep habe ich dafür durchgezockt. Keine Ahnung warum, was mich da geritten hat, Freunde. So. Ich weiß, wartet mal, ich habe da unten den Pilz gehabt, ne? Moment. Ach, jetzt ist das Teil da weg, okay. Gut, dann müssen wir hier von den Palmen was abschütteln. So, da haben wir die Kokofrucht. Alter, was geht mit mir ab? Ja, come on. Gib mir noch eine, wir brauchen noch eine. Da vorne. Da haben wir sie. Gut. Okay, und jetzt brauchen wir noch 2 Fische. Die Fische sind am anderen Ufer oder waren es 3 Fische? Ich frag nochmal lieber Kairi. Mein Gedächtnis, Leute, ihr kennt es doch. Ihr kennt mich doch. So, komm her. Das hier, ich mache eine Kette aus Thalassa-Muscheln. Die Seeleute haben früher immer Thalassa-Muscheln getragen. Man glaubte, dass sie vor Gefahren auf See schützen. Siehst du das? Selbst wenn einer von uns unterwegs verloren geht, finden wir uns so immer. Wir drei werden immer zusammen sein. Oh ja. Es geschehen noch Zeichen und Wunder, kleiner Scherz. Mal sehen, was noch fehlt. Ein Papadouai, ein Pilz, 3 Fische. Ich verlasse mich auf dich. Okay, ein Papadouai. Ein Pilz, den weiß ich, wo der ist. Und 3 Fische. Jetzt müssen wir zuerst die Fische jagen. Ich jag Fische. So, so. Ein Pilz. Ein... Scheiße. Ach, kommt. Verdammt. Irgendwas mit 3. Warum schreibe ich mir das nicht auf? Ist doch doof. Jetzt hole ich mir erstmal die 3 Fische. So, einer. Meeresfische erhalten. Na komm. Komm her. Dann noch einer und dann brauche ich noch. Komm schon. Ey, was geht? Da vorne schwimmt er doch, dieser kleine Schlingel. So, alles klar. Und ich weiß auch noch, dass hier oben auch noch was ist. Ne, Moment, war das nicht da das Laken? Ne, ne? War das jetzt nicht eine spezielle Frucht, oder? Moment. Ne, da oben nicht. Ach, geh runter. Genau, das Ei da oben. Haha, E-Gamer kann doch etwas. So, dann jump mal da hoch. Sehr, sehr gut. Nein!
Was war das denn für ein Fail? Das ging immer so. Das schwöre ich euch, dass das immer so ging. Okay. Warum? Sora, warum kommst du nicht da drauf? Ich weiß, dass das immer so ging. Ich bin da zu 100% sicher. Was geht denn jetzt ab? Geht auch da drauf. Muss ich zuerst hier? Ah, okay. Komisch. Nein, du Affe. Ich habe gerade meinen Lieblingscharakter beleidigt. Ihr seht ihn ja auch in meinem Avatar drin. Verdammt. Sowas macht man nicht. Böser E-Gamer. Na. Und nein. Sora, du bist so ein Dämleck. Ist doch wahr. Kingdom Hearts 2, komm bald. Nein. Was tue ich denn da? Oh Gott. Das sind gute Vorboten, Leute. Ja. Oh Mann, Sora, du bist so ein Affe. Jetzt. Ey, ich bin nicht doof. Ich habe das Spiel auch schon mal gespielt, Leute. Echt. Glaubt es mir. Ey, es gibt's nicht. Ich wette, alle von Kingdom Minecraft, die lachen sich gerade so den Arsch ab. Scheiße. Ich soll nicht so viel Scheiße sagen. Nachher schimpft mein Netzwerk mit mir. Mann. Was soll denn dieser Mist? Hass. Jetzt, komm, ein beherzter Sprung, Sora. Du bist so ein Blödmann, echt, ich hasse dich. Warum, was tust du mir da an? Sora, ich hab doch auch deinen Kettenanhänger importieren lassen. Aus Japan. So. Hopp. Gott segne dich, Sora, echt. So, jetzt gehen wir nochmal gucken. Ich glaube, mir dürfte nur noch ein Pilz fehlen, aber... Ich mache das ja aus einem speziellen Grund, jetzt nochmal nachzugucken. Ich weiß ja, was da abgeht. Aber das spoilere ich euch doch nicht, meine lieben Freunde. So. Da ich aber echt annehme, dass das echt so war, dass mir nur noch ein Pilz fehlt. Naja. Schauen wir mal. Geh mal hier rauf. Brauche ich nicht, ich weiß das. Aber ich find's cool. Scheiße. Es geschehen noch Zeichen, ja, ich weiß. Ein Pilz, genau, ein Pilz nur noch. Gut. Lieber einmal mehr gucken als einmal zu wenig, Freunde. So, dann gehen wir jetzt nämlich zur geheimen Höhle. Denn da ist der Pilz und da habe ich damals als Kind echt lange gesucht. Auch Mitspielberater, ich habe ihn gehasst. Aber naja, sowas hat man ja in jedem Spiel. So, was haben wir denn hier Schönes? Da vorne ist die geheimnisvolle Höhle. Magic Time, Freunde, Magic Time. Viel Spaß. Na, was ist hier? In der Dunkelheit. Who's there? I've come to see the door to this world. Huh? This world has been connected. Well, what are you talking about? Tied to the darkness. Soon to be completely eclipsed. Well, whoever you are, stop freaking me out like this. Huh? Well, where did you come from? You do not yet know what lies beyond the door. So you're from another world.
There is so very much to learn. You understand so little. Oh yeah? Well, you'll see. I'm gonna get out and learn what's out there. A meaningless effort. One who knows nothing can understand nothing. Oho, wer war das denn? Der schwarze Mann. Na gut, wir haben unseren letzten Pilz. Für die gute und süße Kairi. Ja, dann bitte ich doch drum. Geben wir ihn ihr doch. Dum, 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 da, ich liebe diese Musik einfach. Die ist einfach himmlisch. Na, gehst du darauf, Sora? Also ehrlich. Ich bitte dich jetzt. Ganz inständig. Ich weiß nicht. Wir machen das so. Ich speichere hier und wir sehen uns im nächsten Part dann. Einfach nur so, weil, ja, wir sind schon an der Zeitgrenze fast angelangt. Und ja, ich will daraus keinen 30-Minuten-Part machen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem wunderschönen Part von Kingdom Hearts. Und wie es weitergeht, sehen wir in einem neuen spannenden Part. Bis dann, euer Let's Play E-Gamer.